الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Mein lieben Geschwister, ich wollte inshallah ta'ala zu einer Sache was sagen, beziehungsweise mich in erster Linie ermahnen und meine Glaubensgeschwister, weil das ist mir wirklich in letzter Zeit sehr, sehr viel aufgefallen. Und zwar vor allem letzte Woche ist mir das aufgefallen, da ich in einer Moschee war. Die Moschee war, subhanallah, überfüllt, so dass die Leute, sowohl Männer als auch Frauen, selbst der Parkplatz war voll, es gab keinen Platz, die Moscheen, die Nebenräume, alles, Treppenhaus, alles war voll und sogar die Parkplätze war voll. Und der Grund, warum das alles so voll war, ist, weil das natürlich der Ramadan ist und hinzu noch der Freitag. Aber der ausschlaggebende Grund, warum alle gekommen sind, war, weil das ein Feiertag war, weil die Leute nicht gearbeitet haben. Das ist schön, dass die Leute alle, alhamdulillah, gekommen sind und dass die Moscheen alle voll waren. Das ist wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Sache und auch eine Sache, die das Herz erfreut. Aber wenn man dann weiß, dass es gerade nur so ist, dass es eine Momentaufnahme ist und dass der Grund darin nur der Feiertag ist, dann macht es einen wirklich sehr, sehr traurig. Und man könnte wirklich Blut heulen um unseren Zustand. Weil dann haben wir den Sinn der Schöpfung nicht verstanden, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat, um ihn subhanahu wa ta'ala zu dienen. Und dass wir das machen müssen und dass das die oberste Priorität hat, dass die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala die oberste Priorität hat. Und dass wir nicht erst eine Anbetung und vor allem eine Pflicht erst dann machen, wenn wir von all unseren Dunya-Sachen und von all unseren Dunya-Verpflichtungen befreit sind. Dass das erst dann kommt. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache, meine lieben Geschwister. Und das hat jetzt auch nichts mit Strenge zu tun oder mit Härte zu tun. Das ist unsere Religion. Und jeder, der euch was anderes erzählt und verkaufen will und so tut, als ob er euch irgendwas erleichtern möchte, glaubt mir, meine lieben Geschwister, der lügt euch an. Der lügt euch was vor im Namen Allahs und im Namen der Religion von Allah subhanahu wa ta'ala. Meine lieben Geschwister, Salatul Jumu'ah ist bei der Mehrheit der Gelehrten. Es besteht ein Ijma' unter den Gelehrten, dass das eine Pflicht ist. Eine Pflicht ist für den Mann. Yani, außer du hast einen Grund. Und sicherlich ist Arbeit kein Grund. Weil wir Muslime, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns hier ganz klar im Koran, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lissalati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a. Wenn es gerufen wird zum Gebet des Jumu'a, so lasst den Bay'a, lasst den Handel. Rennt, fas'au. Sucht auf. Was sollen wir aufsuchen? Wo sollen wir hinrennen? Wo sollen wir hingehen? Zum Gedenken Allahs, zum Gebet. Fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'a. Und lasst alles andere. Bay'a, das bedeutet nicht nur verkaufen und verkaufen, sondern die Arbeit, alles, Dunya, komplett lassen. Gerade ruft dich die Pflicht. Das ist besser für euch, wenn ihr nur wüsstet. Und deswegen, jemand, der euch irgendwie verkaufen will, ja, die Arbeit ist ein Grund oder die Arbeit ist eine Pflicht oder die Arbeit ist eine Ibadah. Nein, nein, mein Freund, in diesem Moment ist die Ibadah zum Gebet zu kommen. Und jeder, der nicht hingeht, der sündigt. Der hat den Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala nicht gehört. Und der ist dem Befehl seines Schöpfers nicht gefolgt. Deswegen, meine lieben Geschwister, ich wollte jetzt kurz damit erinnern und auch diejenigen, die mit schwachen oder auch falschen
falschen Aussagen. Es gibt auch Aussagen, die Gelehrten hinzugefügt werden, auch unter anderem Imam Malik oder auch Schafi, die falsch sind, die stimmen nicht. Deswegen erwähne ich jetzt inshallah und zitiere ein paar Aussagen der großen Gelehrten im Fiqh. Ibn Abd al-Barr sagt in seinem Buch Al-Istidhkar, wa ajma' ulama' ul-Ummah. Die Ulama, die Gelehrten der Umma sind sich darüber einig, wa ajma' ulama' ul-Ummah, anna al-Jumu'ata fariida, dass das Freitagsgebet eine Pflicht ist. Ala kulli, für jeden, hurrin, freier, balighin, der Buluch erreicht hat, dhakarin, männlich, yudrikuhu zawalu shamsi fi misrin min al-amsar. Yani der nicht auf der Reise ist. Wa huwa min ahli al-Misri, ghayr musafir. وقال ابن وانت ابن المنذر sagt واجمعوا على ان الجمعه واجبه على الاحرار والبالغين المقيمين الذين لا عذر لهم. ابن المنذر sagt, dass alle Gelehrten sich darüber einig sind, dass das Freitagsgebet eine Pflicht ist für jeden Freien, der Bulugh erreicht hat und der sesshaft ist und nicht auf der Reise ist und der keinen yani Grund, keine Entschuldigung hat. Ibn Qudama fil Mughni sagt, al-Asl fi fard al-Jumu'ati, al-Asl, der Asl, in der Pflicht oder der Verpflichtung von al-Jumu'a ist al-Kitab, der Koran ist von dem Koran und der Sunna und der Ijma' der Gelehrten. Der Konsens der Gelehrten. Wa ajma'a al-Muslimun ala wujub al-Jumu'a. Und die Gelehrten sind sich darüber einig, dass das Freitagsgebet Pflicht ist. Und das ist auch in allen vier Rechtsschulen so. Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Ahmed, alle Rechtsschulen sind so. Das war jetzt inshallah ta'ala kurz nur zu den Aussagen der Gelehrten. Liebe Geschwister, wisst ihr, was Yawm al-Jumu'ah ist? Yani, kennen wir den Stellenwert von Yawm al-Jumu'ah? Und das ist ja unser Problem. Wir kennen das. Wir kennen etwas nicht. Wir wissen nicht über das etwas und deswegen ist das klein in unseren Händen, in unseren Augen und unseren Herzen und deswegen ist es uns egal, weil das keinen Stellenwert hat. Hätte es einen Stellenwert, würden wir der Sache ihren gewissen Wert geben. Und dann würde es auch für uns sehr, sehr wichtig sein. Liebe Geschwister, Rasul sallallahu alaihi wasallam, alleine dafür sagt Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass dieser Tag, Yawm al-Jumu'ah, ist der beste Tag. Khayru yawmin talat alayhi al-Shams. Khayru yawmin talat alayhi al-Shams. Ist der beste Tag, auf dem die Sonne erscheint ist. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Tag für diese Umma gelassen hat. Er hat ihn für alle anderen Ummen sozusagen vorgeschlagen und sie wollten ihn nicht und dann hat er ihn für uns gelassen. Diesen gewaltigen Tag. Und unter anderem auch der Hadith, der von Abu Huraira bei Muslim überliefert wird, sagt Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salatul Khams, die fünf Gebete, wal Jumu'atu ila al-Jumu'ah, und von Freitag zu Freitag, Kaffaratun lima bainahun, die Sünden werden dazwischen vergeben, wenn die Kabair, wenn die großen Sünden unterlassen werden. Alleine dafür, dass man jeden Freitag zur Moschee geht, zum Gebet, dass die Sünden der Woche vergeben werden. Zumindest die Kleinen, weil ist ja klar, für die Großen braucht man eine Taube. Der bekannte Hadith, wo die Gelehrten sagen, die kennen keinen, wo mehr Belohnung drin ist. Von Nabi sallallahu alaihi wasallam bei Bukhari und Muslim, von Abu Huraira auch, sagt Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghirtasala yawm al-Jumu'ah, ghusl al-Janaba. Wer sich wäscht, weil das ist ein besonderer Tag. Subhanallah, sogar in der, noch vor nicht langer Zeit, war bei in so vielen Ländern Kultur und Tradition. Das ist, war bekannt, dass man sich am Freitag wäscht und am Freitag duscht, weil das wie ein Feiertag ist. Das ist ein Feiertag. Das ist ein besonderer Tag, für den man sich vorbereitet, den man die schönste Kleidung anzieht. Weil die Leute sind, damals gab es ja nicht diese Duschen und war nicht so, dass man sich jeden Tag gewaschen hat oder geduscht hat. Und es war deswegen speziell, Freitag war bei den meisten Leuten bekannt, dass sie sich Freitag gewaschen haben. Wer sich den Rüssel der Janaba wäscht und dann zur Moschee geht, in der ersten Zeit,
قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. Als ob der eine Kuh gegeben hat. Und in der dritten, yani in der dritten Stunde, als drittes sozusagen, als ob er ein Schaf gegeben hat. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. Guck mal die Belohnung, etappenweise. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. Als ob er ein Ei gegeben hat. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. Wenn der Imam rauskommt und auf den Mimbar reingeht, dann werden die, dann schlagen die Malaika ihre Bücher zu und setzen sich hin und hören dem Imam zu. Und der Hadith, den ich eben erwähnen wollte, von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der bei Imam al-Tirmidhi überliefert wird, von Uwais al-Thaqafi, von Aus bin Aus al-Thaqafi radiallahu an, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, man ightasala yawmul jumu'ati wa ghassal. Wer sich wäscht, Yawmul Jumu'ah, und der Grund dafür ist, dass jemand sich anderes wäscht. Wabakkara wabtakar, und ist früh und geht früh raus. Wadana wastama'a wa ansat. Yani geht sehr, sehr früh, das ist auch eine Sunna, wir gehen gar nicht zur Moschee. Die Leute streiten sich um diesen Lohn, wer als allererstes in die Moschee geht. Da ist der Lohn. Und der dann in der ersten Reihe sitzt und dem Khatib, dem Imam, zuhört und gut zuhört, wo ansat, was bekommt er als Belohnung? Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Die Gelehrten sagen, die kennen nicht einen größeren Lohn als in einem Hadith wie in diesem Hadith. Ja? Der hat den Lohn eines Jahres, eines kompletten Jahres, in Siyam und Qiyam, als ob er ein ganzes Jahr in Siyam und Qiyam verbracht hat. Deswegen, meine lieben Geschwister, das ist ein gewaltiger Tag. Ein sehr, sehr großer Tag, der einen großen Stellenwert hat. Und auch liebe Geschwister, wer nicht an Jumu'ah teilnimmt, das ist kein Spaß. Wenn ich an Yom al-Jumu'ah teilnimmt, wie gesagt, das ist kein Spaß, meine lieben Geschwister. Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, la yantahiyanna aqwamun an tarkimuhum al-Jumu'at. Entweder sie hören auf. Leute hören auf, al-Jumu'at, die Jumu'ah, die Freitagsgebete, yani, dass sie das Freitaggebet nicht verrichtet, entweder sie hören damit auf, das Freitagsgebet nicht zu verrichten, oder Allah subhanahu wa ta'ala stempelt ihre Herzen ab und dann gehören sie zu den Unachtsamen. Yani, das ist kein Spaß. In anderen Hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, man taraka, wer drei Jumu'ah hintereinander, drei Freitage hintereinander, verpasst das Gebet zu beten ohne Grund, Allah subhanahu wa ta'ala stempelt sein Herz ab. Yani, deswegen, meine lieben Geschwister, Das ist keine kleine Sache, sondern eine sehr, sehr große Sache. Und wir sollten die Sache ernst nehmen und nicht einfach, yani, das ist kein Spaß. Und nicht erst zur Jumu'ah kommen, ja, wenn wir nichts anderes zu tun haben, wenn wir keine Arbeit haben, wenn wir, yani, Das wäre sehr, sehr traurig, meine lieben Geschwister. Und deswegen dieser Tag, wie ich schon eben gesagt habe, خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ. Der beste Tag, an dem die Sonne aufging. يَوْمُ الْجُمُعَ فِيهِ خُلِقَ آدَمْ. In ihm wurde Adam erschaffen. وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Und an ihm wurde er ins Paradies reingebracht. وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا. Und an ihm, an einem Freitag, ist er auch aus dem Paradies rausgebracht worden. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. Und die Stunde kommt nur an Yawm al-Jumu'ah. An diesem Tag gibt es diese gewisse Stunde, die, wenn ein Gläubiger sie erreicht und trifft, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt und akzeptiert und erhört seine Dua. Deswegen, meine lieben Geschwister, das ist eine, inshallah ta'ala, eine Ermahnung, eine Erinnerung
die natürlich in erster Linie an mich geht und dann an euch, liebe Geschwister. Wir sollten den Stellenwert von Yawm al-Jumu'ah kennen und wir sollten die Pflicht auch kennen und wir sollten an allererster Stelle die Pflichten von Allah subhanahu wa ta'ala, unseres Herrn, unseres Schöpfers, an erster Stelle tun und dann alles andere. Und nicht vor allem Dunya-Sachen an vorderster Stelle tun und dann Allahs Pflichten. Barakallahu fikum. هذا وما كان من صواب وتوفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته